Philipp Kostic verlässt Eintracht Frankfurt. Zumindest, wenn man Sportjournalist Alfredo Pedula glauben darf. Denn laut Pedula wurde Kostic einmal mehr bei Juve und Inter angeboten, wobei Juve das bevorzugte Ziel des Serben sein soll. Demnach soll der Berater von Kostic sowohl Juve als auch Inter 2 bis 3 Tage Bedenkzeit gegeben haben, andernfalls wird Kostic bei West Ham unterschreiben. Die Frage ist jetzt, wie viel Wahrheit steckt in diesen Aussagen? Journalist Alfredo Pedula ist jemand, der in Italien sehr gut vernetzt ist, aber hin und wieder auch mal daneben liegt. Man muss aber dazu sagen, dass das Fußballgeschäft sehr, sehr schnelllebig ist und oftmals kleine Details Sachen verändern, den Unterschied machen können oder was auch immer. Sprich, jeder kann und darf einfach auch mal daneben liegen. Solange es nicht ständig vorkommt, kann man die Quelle immer noch als einigermaßen seriös einstufen und er ist nicht der Einzige, der darüber berichtet. Denn in weiteren Medienberichten ist zu lesen, dass Kostic nochmal in den Fokus von Juve gerückt sein soll. Die Verletzung von Paul Pogba hat die Transferpläne etwas durcheinander gebracht und Kostic könnte nun doch ein Spieler sein, der in die Pläne von Massimiliano Allegri passen kann. Die linke Seite von Juve ist definitiv der absolute Schwachpunkt in der Mannschaft und Kostic ist ein Spieler, der die komplette Seite mehr als gut bespielen kann. Und das für einen ziemlich günstigen Preis. Der Kostic-Poker zieht sich aber mittlerweile durch den kompletten Transfersommer. Bleibt er? Geht er? Verlängert er? Und ich bin wirklich froh, wenn das ganze Thema bald mal endlich ein Ende hat. Ich meine, am kommenden Wochenende startet bereits die Bundesliga-Saison. Und sollte Kostic gehen, wäre das ein extrem harter Schlag für die Eintracht so kurz vor Ligastart. Natürlich ist man sich der Gefahr seit längerem bewusst und die Verantwortlichen wissen natürlich Bescheid, weil die müssen das Angebot ja auch annehmen. Aber trotzdem, diesen Mann zu ersetzen, das wird definitiv nicht einfach. Ich bin wirklich gespannt. Wie ich bereits öfter gesagt habe, würde ich persönlich es wirklich schön finden, wenn Kostic in Frankfurt verlängern würde. Natürlich würde ich verstehen, wenn ihn Clubs wie Juve oder Inter reizen, aber für West Ham hätte ich absolut kein Verständnis. Er würde spielerisch wahrscheinlich sehr gut dahin passen, aber Champions League mit Frankfurt gegen Conference League mit West Ham einzutauschen, das wäre irgendwie schade. Aber was meint ihr? Wird Philipp Kostic gehen oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.